Ich teste jetzt die neue Fedo Pesto Rosso von Vegan Pizza Box und mache natürlich auch ein veganes Rezept draus, und zwar mit den veganen Tomatengnocchi, etwas Paprika und ich crumble dann noch so ein bisschen von den Paprikalinsenchips. So sieht sie hinter der Verpackung aus. Ist auf jeden Fall gut eingelegt, einmariniert. Etwas von dem Öl von der Marinade ist jetzt noch drin, deswegen sind das auf dem Teller jetzt 135 Gramm. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Da kommen jetzt noch ein bisschen Chips drüber und Oregano. So, und ich bin jetzt mega gespannt, mit euch den Live-Taste-Test zu machen. Denn ich muss gestehen, ich mag Pesto nicht. Deswegen dann noch in vegan. Ich bin richtig gespannt. Auch vor allem, wie der vegane Hirtenkäse schmeckt. Hat auf jeden Fall eine sehr gute Konsistenz. Aber es riecht halt nicht ganz so gut, muss ich sagen. Weil ich mag diesen Ziegengeruch nicht. Also ich mag Hirtenkäse, aber nicht Ziegenkäse. Ich probiere jetzt mal ein Stück. Also die Konsistenz ist top. Die ist echt gelungen. Aber ich muss sagen, Marinade super, aber es hat halt einen sehr ziegenkäsemäßigen Geschmack. Also für alle, die Ziegenkäse mögen, wird das super sein. Aber ich muss gestehen, mein Fall ist es jetzt nicht. Ich würde dem 6 von 10 geben. Also die Konsistenz ist wie gesagt top, aber es ist nicht ganz mein Geschmack. Dafür aber die Gnocchi.